Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und diesmal möchte ich euch zeigen, wie man einen längeren Text oder ein Textfeld, ein Texteingabefeld auf den Bildschirm bringt. Das ist zunächst einmal eine ganz einfache Sache. Und so. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das Text-Widget und es gibt das Scrolled-Text-Widget. Die beiden unterscheiden sich nicht, außer dass das Scrolled-Text-Widget automatisch eine Scrollbar an der rechten Seite hat, sodass man, wenn man einen längeren Text schreibt, zwischen oben und unten und hin und her scrollen kann. So. Und wir fangen noch mal ganz von vorne an, from tkinter import everything. Wir machen uns unser Hauptfenster, root ist gleich tk und die Hauptschleife main loop. So, ganz einfach und dann schreibe ich uns importieren wir die, na erstmal Text. So, und beim Textfeld muss ich eingeben, nicht nur die verschiedenen Attribute, sondern ich muss eben auch eingeben, wie hoch und wie breit es ist. Das ist ähnlich wie beim Canvas. Wenn ich jetzt keine Höhe und keine Breite eingeben würde, dann würde der mir das Ganze auf 0 setzen und dann würde ich gar nichts sehen. Also muss also Width auf, na, sagen wir mal, 50 setzen. So, und beachtet bitte, dass im Unterschied zu Canvas hier die Zeichenbreite gemeint ist. Also beim Canvas sind es Pixel und bei dem Textfeld bzw. dem Scrolled-Textfeld ist es die Breite der Zeichen. Also, und da gebe ich jetzt an 20 so. Und dann Font, das muss ich auch angeben, Arial und 10. So. Und hier könnte ich noch reinschreiben, zum Beispiel Bold für Fett oder Italics für Kursiv. Aber das möchte ich jetzt gar nicht machen. Und jetzt packe ich mir das Ganze einfach auf den Bildschirm. Und da ich nichts anderes in meinem Fenster erscheinen lassen will, ist ein Pack-Befehl völlig ausreichend. So. Sieht nicht sonderlich beeindruckend aus, aber im Unterschied zu einem Fenster, in dem ich kein Textfeld drin hätte, kann ich jetzt hier reinschreiben. So. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, dann seht ihr, der macht mir schon etwas. Also ich kann schon einen längeren Text schreiben, aber ich kann nicht schön hin und her scrollen. Ich müsste, damit ich das dann wieder sehen kann, müsste ich mit dem Cursor nach oben gehen. Also das funktioniert schon, ist aber nicht so schön. Gut, also machen wir aus unserem Text einen Scrolled Text. Und beachtet bitte, dass der hier im Unterschied zu anderen Text-Widgets, Text wird groß geschrieben, immer noch. Also das wird ja allgemein, wird es groß geschrieben, aber es gibt eben zum Beispiel solche Sachen, wo dann der zweite Name, also wenn das ein zusammengesetzter Name ist, klein geschrieben wird. Hier wird er groß geschrieben, wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr einen Fehler. Und dann müssen wir noch das Ganze importieren, das macht er leider nicht von alleine. Und hier muss ich aus dem Modul Scrolled Text, also tkinter.scrolled Text, muss ich auch alles importieren. Und dann haben wir einen Scrolled Text auf dem Bildschirm. So, jetzt seht ihr hier, hat er neben diese Scrollbar, da ist zurzeit noch kein
Regler drin, mit dem ich das hin und her schieben kann, weil hier eben noch nicht genügend Text drin ist. So, und wenn ich jetzt hier eingebe, bla 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 bla, und das kann ich zum Beispiel, ich kann das hier kopieren und dann immer wieder einfügen. Und jetzt seht ihr, dass der hier, dass man dazwischen hin und her scrollen kann. Gut, so. Und das war's erstmal in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen schon wieder mehr Ideen, was ihr damit machen könnt und wie ihr das in eure Programme einbauen könnt. Ich zeige euch in den nächsten Videos noch ein bisschen mehr die Komplexität von diesem ganzen Text-Widget bzw. Scrolled-Text-Widget, damit ihr ein bisschen einen Einstieg habt. Also ich kann euch leider nicht alles zeigen, aber dass ihr einen Einstieg habt, wie ihr mit einem Text-Widget weiter umgehen könnt. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder.